Moin Leute, willkommen in den Stein im A-Words. Wir sprechen heute über den Newcomer des Jahres 2023. Es sind echt einige neue Jungs quasi im Pro-MMA aufgetaucht. Und auch mal Amateur-MMA? Auf jeden Fall. Daniel, hau mal raus, wen die Zuschauer im Kopf haben. Ja, also, die Nominierten von euch gewählt sind Fedor Duric, Karan Mosebach, Arian Topalay, Maximilian Koch und Oskar Sennewald. Vielleicht nochmal ganz kurz auf die Jungs einzugehen. Die hatten alle ein super Jahr. Karan, sein Profidebüt gegeben, hoch erwartetes Profidebüt. Zweimal gekämpft, zweimal starke Performance abgeliefert. Ein Teamkamerad von dir, dementsprechend starker Mann, oder? Ich glaube, das kannst du so bestätigen. Definitiv Karan in Magdeburg sein Profidebüt gegeben, gezeigt, dass er ein starker Striker ist. Jetzt zuletzt in Rostock gekämpft, auch einen wunderschönen Kampf abgeliefert. Also Fedor Duric, sehr, sehr gut gemacht. Als wir jetzt nochmal geguckt haben, der ist 2004 geboren. Es ist insane, sich das vorzustellen, wie gut er ist, obwohl er erst, wie gesagt, 19 Jahre alt ist. Sehr abgezockt und absolut zu Recht hier auch aufgelistet. Hat 3 Kämpfe gemacht dieses Jahr. Ich glaube, nur einmal über Runden gegangen, sonst alles vorzeitig. Auch Leute wie Jamsatov weggemacht, die wirklich ein gutes Niveau haben. Ja, dementsprechend mehr als zu Recht hier. Ja. Arian Topalay selbstverständlich auch. Hatten wir schon drüber gequatscht in den Nominierungen zuvor. Schaut einfach mal rein, gibt es nicht viel zu sagen. Dreimal gekämpft, dreimal abgeliefert. Genau so ist es. Ja. Maximilian Koch und Oskar Sennewald. Maximilian auch aus dem La Honda Gym. Auch einer aus der Amateurszene, der für seinen Kampfstil, sag ich mal, für seine wilde Art bekannt ist, der auf jeden Fall immer eine Show liefert. Ja, Mann. Und Oskar Sennewald, für den, den es nicht noch nicht so viel, für Leute, denen es noch nicht so viel sagt, hatte, und ich glaube, da kann man schon von einer Überraschung sprechen, bei den deutschen Meisterschaften Marc-Philippe Ngannou besiegt, den wir ja auch schon bei uns im Talent Watch hatten. Ja. Dementsprechend eine super Performance und auch hier zu Recht genannt. Auf jeden Fall. Gucken wir einfach mal, was unsere Experten für eine Meinung dazu haben. Ich bleibe zu Beginn wie immer meiner Linie treu und gehe nicht den Weg eines Hochstaplers, sondern halt's ehrlich mit euch. Ich sage direkt, auch wenn darunter gegebenenfalls mein Ruf als Experte hier ein bisschen leidet, ich habe die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr nicht geschaut, deswegen kann ich zu Maximilian Koch oder Oskar Sennewald nichts sagen. Klar, ich könnte jetzt irgendwelche Highlights schauen und dann so ein grobes Gefühl für deren Leistung bekommen, aber die so richtig einschätzen kann man danach halt trotzdem nicht. Deswegen klammere ich die beiden leider einfach mal aus. Ich finde, es wäre komplett fair, auch hier einen Amateur zu nennen. Man muss nicht auf Profi-Ebene gewinnen, um vor allem Newcomer des Jahres zu werden. Aber wie gesagt, da muss ich es fair halten und ehrlich bleiben. Zu Karan Mosebach, zu Arian Topalay und zu Fedor Duric kann ich aber selbstverständlich was sagen. Alle drei hätten es auf jeden Fall verdient. Arian habe ich jetzt schon in mehreren Kategorien erwähnt. Für mich hat der wirklich richtig viel gerissen in diesem Jahr. Auch Fedor überzeugt mich extrem. Was der mit 19 Jahren schon für eine Ruhe im Cage ausstrahlt, ist wirklich beeindruckend. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich und ich würde auch sagen, aus meiner bisherigen Wahrnehmung heraus, ist er, glaube ich, von dieser neuen Garde aus dem MMA-Spirit, so um Raoul und Agaye herum, so der vielversprechendste. Ich glaube wirklich, Fedor wird in Zukunft noch regelmäßig seine Coaches stolz und einige MMA-Fans einfach begeistern. Stolz machen natürlich. Wie gesagt, Arian Topalay hat auch einiges gerissen und wohl auch auf der größten Bühne das größte Statement gesetzt mit Octagon, aber einfach um auch so ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen, nenne ich Karan Mosebach als meinen Pick. Wie gesagt, verdient hätten es alle drei, aber Karan ist auch jemand, der mich wirklich überzeugt hat. Er hat echt einen krassen Background, einen krassen Stil mit diesem Ringer, mit diesem Ringen, das er da weiterhin auf Bundesliga-Niveau betreibt. Bei NFC ja auch direkt gezeigt, dass er sich im Stand gleichermaßen verbessert, mal eben durch Schläge gewonnen im The Cage Main Event in Rostock, dann wiederum in den entscheidenden Szenen auf seine herausstechendsten Stärken zurückgegriffen und den Gegner zu Boden geholt. Das ist schon wirklich stark gemacht, beweist früh, finde ich, guten Fight IQ, physisch auch voll die Wucht, also auf jeden Fall jemand, genauso wie alle anderen erwähnten auch, aber auf jeden Fall auch Karan Mosebach, jemand, den man auf dem Schirm haben sollte, deswegen mein Pick zum Newcomer des Jahres 2023. Newcomer des Jahres war für uns wahrscheinlich die knappeste Entscheidung überhaupt, denn wir mussten eine Entscheidung treffen zwischen zwei Ausnahmetalenten aus Deutschland, und zwar zwischen
Karan Mosebach und Fedor Duric. Doch am Ende des Tages haben wir uns ganz knapp für den Fedor Duric entschieden, der den jungen Frankfurter hat dieses Jahr 3 Profikämpfe absolviert gegen Kuchelmeister, Jansson und zuletzt gegen Khamzatov. Alle 3 Kämpfe gewonnen, würde ich sogar sagen, dominant gewonnen gegen starke Gegner. Und nichtsdestotrotz, wir können uns auf die Zukunft freuen, denn sowohl Fedor Duric als auch Karan Mosebach werden in Zukunft ganz sicher für Unterhaltung und sehr geile Kämpfe, ob auf nationale oder internationale Bühne, auf jeden Fall sorgen. Unser Sieger, Fedor Duric. So Leute, wir sehen, unsere Experten sind sich auch nicht 100% einig. Daniel, was sagst du zu den Zuschauern, beziehungsweise wen haben die Zuschauer vorne gesehen? Also die Zuschauer haben ganz knapp auch Karan vorne gesehen. Es ist, glaube ich, eine der engsten Kategorien. Und das liegt daran, dass Fedor Duric und Karan, wie schon erwähnt, sich so ein bisschen so ein Kopf-an-Kopf-Duell liefern. Wenn man jetzt mal so neutral wie möglich versucht, das Ganze anzuschauen. Hattest du einen Fedor Duric sofort im Kopf, als wir über Newcomer gesprochen haben? Tatsächlich nicht. Du hast ihn, glaube ich, mit ins Gespräch gebracht. Aber auch mehr als verdient und mehr als zu Recht, definitiv. Ja. Das Ding ist halt, Karan haben wir alle ein freundschaftliches Verhältnis. Wir kommen aus einem Gym, haben mit ihm schon einen Podcast gemacht. Und der ist, also gehört zu den allerbesten Newcomern hier auf jeden Fall. Vollkommen richtig. Und hat ein unglaubliches Potenzial. Jedoch haben wir, und ich glaube, das können wir jetzt, kann ich auch für dich sprechen, haben wir uns entschieden, das Zündlein an der Waage für Fedor Duric zu geben. 3 Kämpfe, also ein mehr als Karan, 3 Siege, 2 auch vorzeitig und dann auch gegen Kalibov wie Chamsatov. Ich glaube, da führt kein Weg an Fedor Duric vorbei und damit ist Fedor Duric der wohlverdiente Stall-MMA-Award-Gewinner als bester Newcomer für das Jahr 2023. Ja, Leute, wie gesagt, folgt ihm auf jeden Fall. Wir haben gesehen, der hat noch nicht die Reichweite, die er verdient. Wirklich Ausnahmeathlet, 19 Jahre alt, da kann man nur gratulieren. Wirklich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und der Preis geht nach Frankfurt. So ist es. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.